Hey, jetzt ist wieder Zeit für eine entspannte Runde Masterbuilders. Ich habe ja des Längeren nichts mehr gebracht hier. Masterbuilders ist da die optimale Möglichkeit, einfach mal entspannt wieder reinzustarten. Okay. Es geht los. Wir können auswählen. Sonne, super boring. Mermaid, auch super boring. Football, okay. Earth, Tiger. Ich finde Earth am coolsten. Bitte Earth, es wäre so cool. Bitte. Ja, okay, ich habe eine gute Idee. Ich habe eine richtig gute Idee. Und zwar... Wir holen Sand, wir holen uns Terrakotta, wir holen uns vielleicht sowas, jetzt holen wir uns Wolle und jetzt wird nämlich was Smartes gebaut und zwar, okay, super ambitioniert, ich weiß nicht, ob es klappen werde, aber es sollte klappen. Jetzt haben wir hier nämlich, okay, vielleicht hat man schon Ahnung, was das werden könnte. Okay, das ist... Kommt hier nicht die Hände. So, Hände. Okay, das ist viel zu groß. Und jetzt kommt die Erde. Schwierig. Wie baut man Kreise? 3x3. Okay. Jesus. Es ist so stressig. Ich hab ganz vergessen, wie stressig es ist. Aber ich glaube, ich werde fertig. Ich werde sogar gut fertig. 2 Minuten noch. Das ist entspannt. Okay. Es soll Atlas sein, der die Erde hochhält. Aber die Erde ist ein bisschen zu klein. Habe ich noch Zeit, die größer zu machen. So, dann hier noch einen davor und dann hier noch, da noch welche rein. Okay, schon massiver geworden. Das heißt, hier muss... Ich habe es so gemacht, glaube ich. Ich vergesse, was ich gebaut habe. Das ist furchtbar. Okay, die Erde ist größer geworden und man erkennt es nicht als Erde an. Der Nacken ist unfassbar furchtbar. Moment. Ja, ich glaube, es wird nicht gut. Was ich machen kann, ist, ich kann hier noch Augen hinmachen und noch Knöpfe. So, 2 Knöpfe. Okay, Atlas steht. Schauen wir uns mal an. Atlas steht und hält die Erde hoch. Es ist dumm. Eigentlich hat er die auf dem Rücken. Er hält die wirklich, wirklich über seinen Kopf. Aber naja, schauen wir mal, was Therese gemacht hat. Es ist okay. Earthblock. Lol. Nee. Es ist alles recht gleich. Ich habe bislang noch gute Chancen. Das ist cool. Das ist ein Globus. Das gefällt mir. Mit dem Licht. Das ist nice. Auch Glas ist auch eine gute Idee gewesen. Diese ganzen komischen Korallen. Was ist das denn überhaupt? Sind das... Ich weiß nicht, sind das Flaggen da oben? Indonesien? Oho, was haben wir denn hier? Atlas? Ich frage mich, ob die Leute das verstehen. Ob man... Kennt man Atlas? Kennt man griechische Mythologie? Ich wurde Zweiter. Mit 4 Punkten Abstand. Ist okay. Das gefällt mir. Ein verdienter Gewinner, würde ich sagen. Also wie immer machen wir auch direkt noch eine 2. Runde. Ich habe Lust, einen Dinosaurier zu bauen. Eine Möglichkeit. Oh nein. Selbst bitte nicht. Oh mein Gott, ist das furchtbar. Warum sind solche Leute so unkreativ? Ah, ich verstehe deswegen Leute mit Korallen bauen, weil die als Grundblock da sind. Okay, eine Minute schon um. Es wird schwierig, aber ich habe eine Idee. Okay, meine Idee wird super kompliziert, fällt mir auf. Ich muss es simplifizieren. Massiv simplifizieren. Sieht das aus, wenn ich hier die Nase ein bisschen andeute? Sieht lustig aus. Okay. Das muss ein bisschen dreidimensional sein. Ich muss nämlich hier das gleiche nochmal bauen. Das heißt, wir haben sowas, sowas. Das Ding zeigt nach oben. Sowas, sowas und sowas. Und hier drüber haben wir sowas. Ich bin so konzentriert gerade, das ist furchtbar. Ob das passt, ich weiß es nicht. Okay, 5 Sekunden, es wird knapp. Ich bin fertig, aber da hinten war noch eine Lücke. Oh, wo ist die Lücke? Wo ist die Lücke? Da. Oh, fertig. Der Block noch weg. Ich hab's geschafft. Ist okay. Das ist cool. Eine Person, die... Ist das ein Spiegel? Ja, es hat nicht so ganz funktioniert. Ich habe vergessen, die Augen noch reinzumachen, aber ich finde es okay eigentlich. Es hat eigentlich auch ein langweiliges Thema, weil nur Leute Pixel-Art machen. Wirklich ein bisschen abstrakter zu denken. Es fehlt mir ein bisschen.
Das ist nice. Mit den verschiedenen Holzstrukturen. Anscheinend hat man hier einen Pinsel und eine Farbpalette. Ja. Gut. Allgemein sind viele gute Leute dabei. Wow. Das ist aber riesig. Oh mein Gott. Wie groß ist das Selbstporträt? Ah, er stellt sich da vor. Das ist, das hat gewonnen. Achso, ja, weil. Ja, funny ist. Okay, ich verstehe. Ja, ich war jetzt, mein Gott, 6-3. War nicht meine beste Leistung. Aber es war doch ein vernünftiger Einstieg, mal wieder ein bisschen produktiver zu werden. Ich habe immer großen Spaß in diesem Spielmodus und ich möchte wieder ein bisschen mehr machen in den nächsten Wochen. Bis dahin. Ciao.